Ja, ich bin Paul, Alter. Ja, ich bin ein bisschen angefressen, ja. Weil da geht nicht viel weiter, ja. Normalerweise ist ja der scheiß Bau schon vor 2 Monaten stehen, ja. Aber ich weiß nicht, warum nicht. Da geht irgendwie nichts weiter, ich mein. Die Hacker sind eh sehr fleißig, keine Frage, ja. Aber die ganzen depperten Bauingenieure und vor allem der Architekt, ja, der was das gemacht hat, ja, das ist ein Volltrottel, ja, der hat sich 1000 Mal verplant und der Ingenieur, ja, der hat alle gewusst, wie es weitergeht. Und jetzt da, ne, klar, jetzt sind wir im Hintertreffen, ne, mit der Zeit. Ne. Wenn die scheiß Hütte nicht vor 2 Monaten komplett fertig sein soll, ne, ungefähr so schön wie der hintere Bau, ja. Der Bau, was da sechs hinter mir, aber, ja, was soll ich machen? Ne? Ich kann nur sagen, es ist ein bisschen ein Arsch für mich, weil ich bin im Zeitdruck, ne? Und vor allem im Stress. Ne? Und den Stress und Zeitdruck vertrage ich überhaupt nicht, weil ich jetzt endlich einmal, ja, mit einem Schlauchen bald in meine Stammhütten ein paar Pille oder ein paar Weinglaser runtertragen. Ja, das ist halt ein bisschen Schiss, ich meine, ja. Man, das schaut ja alles gewaltig gut aus, ja. Für die Zuschauer, ja. Aber ich meine, das sollte schon längst fertig sein. Das sollte da ausschauen, mehr oder weniger wie ein fertiger Wolkenkratzer in New York oder in Bangkok. Ne? Und das finde ich nicht leibend, ja. Und darum sage ich, morgen, wenn ich dann ins Baubüro gehe, ja, wo der Ingenieur kommt und der Architekt auch, weil das ist auch immer so, das ist immer so neugierig, wie das dann ausschauen wird. Der geschissene Arschloch-Trottel, der kann nicht einmal einen Strich machseln, ja. Kann der zeichnen, der warme Trottel, ja. Und der andere Ingenieur, der ist komplett hier im Schädel, weil der weiß nicht, was der. Der hat vom Bauwesen überhaupt keine Ahnung, ja. Und der weiß nicht, was der konstruiert vorher hat, beziehungsweise da. Und das Ärgste ist ja, ich meine, ja, und denen sage ich es morgen auch nicht an dem Baubüro, ne. Das ist ja. Das ist ein Container mehr oder weniger. Das ist kein richtiges Bürogebäude, das ist ein Container. Also ein blitzblauer Container. Ja. Und da ist gleich die Gosche, wenn es da jemand redet. Das ist ein Witz, Alter. Da, ne? Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ne? Ich meine, da geht nichts weiter. Ich muss den Schädel hier halten. Ja. Ich muss meinen Chef, ja, den Bauunternehmer, ja, muss ich den Schädel hier halten. Ja. Und das kann es nicht sein. Ne? Ich krieg die volle Gurken dann. Ja. Weil die zwei Arschlöcher da, ja, nicht dementsprechend gescheit geplant haben, das umgesetzt haben, ja, und die Haken jetzt auch eher wie die Bösen, ja. Das sieht man eh da unglaublich, ne, unheimlich schön, ja. Aber leider noch immer eine Baustelle, eine volle Baustelle und nicht fertig, der Wolkenkratzer. Das wird ja gar nicht gesagt, ein länglicher Wolkenkratzer, also das wäre, das gibt es überhaupt nicht. Das gibt es auf der ganzen Welt, wie in Shanghai, in Peking, in New York, Bangkok, weiß ich wo, in Australien, in Sydney, sowas gibt es nicht. Und das war einmalig gewesen, ich war super gewesen, ich war fein raus gewesen, wenn das dementsprechend schnell gebaut worden wäre. Ja. Und jetzt bin ich in Arsch daheim. Ne? Der Bauverzug, ne? Heißt das so? Nein, ist mir auch wurscht. Ich bin ein richtiger Bruder. Ja. Aber ich bin der Bauleiter, ja, und ich trage die Verantwortung, ich trage die Endverantwortung. Wenn das nicht hier hat, dann kriege ich einen Schell von dem Manager. Ja, aber geht weiß nicht. Ich werde auch, ich hau die morgen so die Goschen, die zwei Wichser, die zwei unnötigen, theoretischen Volltrotteln da, ja, die was nur deppert einmal da unzeichnen und sagen, ja, und so, der andere, der irgendwelche, weiß nicht, eine Fantasie gebildet im Schädel hat, der was das umsetzen soll, der Ingenieur und der Architekt, das ist ja gar so, wie soll ich komplett hinter mir rühren, ja, total, ne, also was soll ich machen, ne, also wenn es nur sitzen tut, in einem Café saufen, und ein Chicken was, ja, dann okay, lass mal es einreden. Aber ich meine, die Papa war geil, es war in die Fresse, es war voll die Goschen, ja, das ist auch schon, was der wie anbrennende Palatschinken, ja, so schaut einer gefrisst dann aus, ja, wurscht, danke fürs Zuhören, wie gesagt, also, ich bin halt Bauleiter, Bauleiter mit ein bisschen am Pech, ne, war scheißegal. Ah ja, ich muss jetzt dringend brunzen gehen, gescheiße, das habe ich ganz vergessen, ich muss ja brunzen gehen, ja, wo gibt's denn da irgendwo? Ah, da hinten gibt es ja ein paar Bahnen, du kannst jetzt brunzen gehen, grüß euch.